Welche Bedeutung hat der Rhesusfaktor für Schwangere? Das klären wir jetzt in unserem folgenden Video. 84% der Europäer sind rhesuspositiv und besitzen somit auf den roten Blutzellen eine bestimmte Proteinstruktur, die man auch Antigen nennt. Dieses Antigen wurde erstmals bei dem Rhesusaffen entdeckt, weshalb man auch von einem Rhesusfaktor spricht. 16% der Europäer sind jedoch rhesusnegativ und besitzen kein Rhesusantigen auf den roten Blutkörperchen. Was passiert aber, wenn sich nun Rhesuspositives mit Rhesusnegativem Blut vermischt? Das Immunsystem erkennt das Rhesuspositive Blut als fremd und bildet daraufhin Antikörper gegen die Antigene. Die Größenverhältnisse zeigt Folgendes. Die Allianz Arena entspricht dabei einer roten Blutzelle, der Tennisball einem Antigen und der Tennisschläger den Antikörpern. Durch die Bildung der Antikörper kommt es zu einer Verklumpung der rhesuspositiven Blutzellen, was vor allem bei der Schwangerschaft schwere Folgen mit sich bringt. Und wie genau das aussieht, schauen wir uns jetzt an. Ein Problem entsteht erst dann, wenn die werdende Mutter rhesusnegativ und das Kind rhesuspositiv ist. Während der Schwangerschaft ist das noch kein Problem, da die Plazenta, auch als Mutterkuchen bekannt, für Blutzellen undurchlässig ist. Bei der Geburt kann es jedoch bei der Ablösung der Plazenta dazu kommen, dass kindliches Blut in die Blutbahn der Mutter gelangt. Daraufhin bildet diese dann Antikörper, was jedoch für sie kein größeres Problem darstellt. Kind und Mutter wohlauf. Das eigentliche Problem haben wir nun bei einer weiteren Schwangerschaft mit einem rhesuspositiven Kind. Die Plazenta ist, wie wir wissen, undurchlässig für Blutzellen, aber nicht für Antikörper. Diese sind aber leider bei der Mutter von der ersten Schwangerschaft ja noch vorhanden und gelangen deshalb während der zweiten Schwangerschaft in die Blutlaufbahn des ungeborenen Kindes, wodurch die kindlichen Blutzellen verklumpen. Die Abbauprodukte werden normalerweise von der Leber abgebaut. Jedoch kann die Leber des Embryos dies nicht bewältigen. Dabei reichert sich dummerweise ein bestimmter Stoff mit dem Namen Bilirubin an. Und dieser kann zu schweren Nervenschädigungen oder sogar zum Tod des Embryos führen. Damit das nicht passiert, gibt es eine Lösung. Kurz vor der Geburt des ersten Kindes bekommt die Mutter von außen Antikörper gegen das Rhesusantigen gespritzt. Gelangt nämlich jetzt das kindliche Blut bei der Geburt in den Blutkreislauf der Mutter, verklumpen die Zellen mit den gespritzten Antikörpern und die Mutter bildet dies nicht selbst. Und das ist für die folgende Schwangerschaft sehr wichtig. Falls noch weitere Kinder dazukommen, müssen vor jeder weiteren Geburt diese Antikörper neu gespritzt werden. Damit steht den nächsten Geburten also nichts mehr im Wege. Na dann, viel Spaß!